eigentlich, wenn man keine Fehler macht, nicht mehr zu. Und wir springen sofort in die Champs Select hinein. Unicorns of Love. Das ist auch krass, wie viel das Weaker geworden ist, so Solo-Kills. Ja, also, absolut. Ist auf der einen Seite ein bisschen schade natürlich. Vor zwei Jahren noch hat man es viel häufiger gesehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Inzwischen wirklich ganz selten. Aber spricht auch dafür, dass sich alle Regionen durch die Bank weg extrem weiterentwickelt haben. Ja. Hier geht es in die weiterentwickelte Pick-and-Bun-Phase mit dem Orianna-Bun. Sehr früh. Jensen hat im Split sehr viel Orianna schon gespielt. Orianna ist halt ein super Safe-Pick. Du kannst sie blind picken. Sie ist halt gegen nichts wirklich schlecht. Auch nichts gegen, oder auch gegen weniges wirklich gut. Ja, sie hat natürlich so ein paar Problemchen, wenn du einen Lucian oder sowas pickst. Aber selbst das kannst du dir halt auch nicht immer erlauben, weil dir bisweilen auch der magische Schaden fehlen kann. Auf der anderen Seite sehen wir Caitlyn und Zac, das sind die zwei Standardbuns auf der Red Side aktuell, weil sie auf der einen Seite mit zu den besten First Pick, auch Blind Picks zählen auf der Blue Side, auf der anderen Seite dem Gegner aber nicht wirklich eine Countermöglichkeit bieten. Wenn du, selbst wenn du viele andere Jungler First Picks, hat der Gegner theoretisch die Möglichkeit, auf diese Picks zu antworten. Jetzt wird sehr spannend, weil wir haben noch einiges offen. Also Galio, LeBlanc und so sind noch offen, die normalerweise auch mal Trash auch noch, Trash First Pick für Hillisang wäre hier sehr attraktiv. Gragas natürlich auch immer eine Option, sowohl... Ist nur ein Flex-Pick, aber... Grundsätzlich, Gragas ist eine solide Option, aber mit dieser LeBlanc hätte man jetzt rechnen müssen. Jensen ist einfach komplett jemand, der auf so einer LeBlanc ausrasten kann. Man hat aber auf jeden Fall mit Gragas aber trotzdem schon mal einen Champion, der eine solide Base bildet, der auch gegen eine LeBlanc nicht schlecht funktionieren kann. Definitiv, aber wo man auf alle Fälle aufpassen muss, ist der Umstand, dass diese LeBlanc Exili komplett zerstören könnte. Das und, ist wahr. Und Exili, haben wir gestern auch schon gesehen. Ja, und Exili hat bisher nicht den solidesten Eindruck in diesem Turnier gemacht. Dass du dann LeBlanc offen lässt und Jensen die Möglichkeit gibst, diesen Pick zu nehmen, ist ein bisschen fraglich. Klar, du könntest gute Matchups picken, sowas Kassadin oder Cassiopeia kommen durchaus gegen eine LeBlanc klar, wenn man sie gut spielt. Oh, aber eingeloggt. Da haben wir auch schon direkt den Kassadin eingeloggt. Und das Ding ist allerdings, dass es jetzt nicht so ist, dass du den Kassadin pickst und schon automatisch alles gewonnen hast. Du hast es natürlich ein bisschen einfacher, aber wir haben auch schon LeBlanc-Spieler gesehen, die in der Lage waren, einen Kassadin zu dominieren, nämlich dann, wenn sie frühen Feed bekommen haben. Sprich, da ist der Jungle nochmal sehr wichtig, der jetzt gepickt werden könnte. Wir haben eine Thresh und auf der anderen Seite Cloud9. Interessanterweise sind wir noch gar nicht darauf eingegangen mit dem Ken, der höchstwahrscheinlich Toplane gegen den Gragas spielen wird. Ja, das bleibt noch abzuwarten. Bisher gefällt mir aber die Pick-and-Bun-Phase von Unicorns ziemlich gut. Sie haben zum einen die Orianna rausgenommen, die gegen den Kassadin auch sehr, sehr gut funktionieren kann. Die Elise rausgenommen, die zum Early-Ganken natürlich einem Kassadin auch nochmal sehr viel Druck ausübt. Und natürlich bewusst die LeBlanc abgegeben, weil sie den Kassadin picken wollten. Gestern ist Kassadin gegen Exile, glaube ich, zweimal sogar gebannt worden. Einmal auf jeden Fall. Und jetzt der Braum-Pick noch. Braum aktuell einer der Tank-Supporter schlechthin. Neben Tahm Kench funktioniert gut gegen Trash. Wer zuerst engaged ist, meistens der, der dann letztendlich die A-Karte hat. Ken hat man angesprochen, ist ein Flex-Pick, könnte Toplane sein, könnte ADC sein. Sneaky hat Ken ADC sehr viel gespielt oder vergleichsweise viel zum Rest der NALCS, kann man sagen. Aber das bleibt abzuwarten. Kel ist da jetzt noch rausgenommen. Ja, also wie gesagt, die Tristana gegen Sneaky. Jetzt Kalista raus. Ich bin gespannt. Also klar, man will diese Kalista-Thrash-Kombo komplett verhindern, was sinnig wäre. Xayah ist durchaus jetzt auch in den Fokus gerückt. Xayah zum Beispiel auf Seiten von Cloud9 wäre gegen diese Kombo gar nicht mal so schlecht, weil du dich mit der Ultimate eben selber peelen kannst und dann repositionieren kannst, gerade bei einem Kassadin oder auch Thrash. Mit diesem Jace-Bun habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Unicorns den Ken tatsächlich als ADC einschätzt. Und wie schon erwähnt, das kann auf jeden Fall sein. Die Chance ist da. Also man kennt es ja von Fnatic, aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass Ken Toplane gegen Gragas gedacht ist. Ich denke, dadurch, dass der Jace jetzt gebannt ist, ist die Chance, dass der Ken auf die Toplane platziert wird, deutlich höher, weil Jace eben eine Alternative auf der Toplane ist, der eine ähnliche Aufgabe wie ein Ken erfüllen kann, weil er auch ein Lane-Bully ist, auch sehr gut im Split-Push ist, später 1v1-Potenzial hat und Gragas auch rausdrücken kann. Mit dem Jace-Bun hast du jetzt eine Möglichkeit weniger. Nah wäre auch noch möglich. Ja. Wir sehen jetzt den Hackworm-Bun, hat Terxe gestern ausgepackt. Meiner Meinung nach auch ziemlich gut performt. Gewonnen haben sie natürlich leider nicht damit, aber das würde ich nicht dem Hackworm-Pick zuschreiben. Nee, ja, er hat relativ wenig Impact, aber es liegt auch daran, dass wenn ein Team behind ist, ein Hegarim selber daran erstmal wenig ändern kann, weil ein Hegarim, der behind ist, macht halt nichts mehr. Und im Prinzip das gegnerische Team schon zu gefeedet gewesen war. Aber wir dürfen gespannt. Man hat es ja gegen TSM probiert und das war vielleicht auch nicht der beste Gegner, um sowas, ich sag mal, auszuprobieren. Jetzt auf der anderen Seite Lee Sin, gerade eben schon gehovert worden, keine Jungle Buns gekommen. Contract ist noch relativ neu in der LCS und wir haben es ja oft so, dass die Rookie-Spieler
sehr, sehr mechanisch stark sind. Du das erwähnst, ne? Ja. Apropos Rookies, das hier ist jetzt Rookie of the Split NA gegen Rookie of the Split EU 2017 Spring. Also das könnte ja auch nochmal ein interessantes Matchup werden. Und gerade da, Jungler profilieren sich eben gerne auf Lee Sin. Diese, ich sag mal, alteingesessenen Spieler kommen ja aus Zeiten, wo es oft eine ganz andere Meta gab. Das ist interessant, dass wir da so Gragas Jungle und einen Nah auf der Toplane werden. Deswegen halt hier der Lee Sin, der dir auch einen guten Gank ermöglicht, super in Kombination mit der Blood Blanc. Gefällt mir hier nicht schlecht, dass man den Gragas pickt. Gragas hat nämlich eine Interaktion mit Dashes, dass er sein E immer durchbekommt. Gragas E überschreibt quasi andere Dashes. Das bedeutet, wenn Lee Sin zum Beispiel Gragas Q't, den Q connected und der Gragas einfach E macht, wird der Q-Damage nicht übertragen. Das heißt, Lee Sin hat sein Main-Damage nicht mehr und Gragas gewinnt fast immer die Trades gegen Lee Sin. Irelia jetzt gar, was haben wir gestern von Fizzy Chachi selbst gesehen? Aber sie brauchen erstmal, ja, wobei, wenn Ken AD Carry wird, wäre das tatsächlich machbar. Das wäre drin, ja. Aber wir haben einen Twitch mit Thrash. Ich bin gespannt, wie ist denn das Ken-Nah-Matchup? Wenn man sich das überlegt, müsste das wahrscheinlich relativ entspannt ausgehen. Ich denke, beide können da halbwegs fahren. What? Nah ist natürlich stärker im Teamfeld und das wird delicious. Cloud9 ganz finde ich nicht verkehrt. Wir hatten ja gestern das Irelia-Nah-Matchup gesehen und da das haben wir gesehen, ähnlich, ja, genau, wenn Irelia in der Lage ist, Nah in der Miniform zu All-In, hat er Probleme. Irelia und Riven haben interessanterweise gar nicht so verschiedene Kits im Sinne von, dass sie die gleiche Aufgabe erfüllen. Ja. Sie wollen auf einen Squishy, wenn er angreifbar ist, raufgehen, haben dafür die Mittel. Und dann Riven noch gehen mehr als Nah. Eine Riven ist nicht so abhängig davon, dass der Nah wirklich in Range ist, um einen Q zu treffen und der Nah muss ja bei einer Irelia meistens mehr Leben haben für den Stun. Es ist einer Riven egal. Also Riven hat ein noch unabhängigeres Kit und kann Nah quasi noch mehr pressure. Rip ich bin sehr gespannt, Solo Q, Freunde. Rip Solo Q. Gefällt mir gut, der Pick, muss ich tatsächlich sagen. Es ist eine krasse auf die Komp von Cloud9. Ja, auch gegen Twitch. Auch gegen Twitch ist der Pick wunderbar. Jeder, der selber Twitch spielt, weiß, wie ärgerlich Riven im Gegnerteam ist, weil eine Riven, sobald du sich, bei generell Champions, die, sobald du aus dem Invis rauskommst, auf dich raufböllern können, ohne dass du wirklich dagegen was machen kannst. Kein AD Carry mag Champions, die einen One-Shotten können. Ja, klar, na klar, na klar. Aber bei Twitch kommt es vor allem darauf an, dass du eben, oder wenn du gegen Twitch spielst, kommt es hauptsächlich darauf an, dass du Champions hast, die instant mit ihrem Burst auf Twitch turnen können, sobald er visible wird. Und Riven ist einer der besten Champions dafür. Also das ist eine echt gute Pick- und Bannphase hier von Cloud9 gewesen. Ich finde die von Unicorns auch nicht verkehrt. Twitch ist immer noch ein sehr, sehr starker ADC. Man hat nicht late so die dickste Frontline jetzt auch bei Cloud9. Das heißt, stimmt, da kann Twitch gut ins Spiel kommen. Aber du hast einen Braum immerhin, was der einiges ablocken kann. Das also gerade gegen den Twitch ist ein Braum da gar nicht mal so verkehrt. Dazu muss man sagen, haben Braum und Ken auch eine interessante Synergie. Dadurch, dass sie halt beide mit Stacks und Stunts arbeiten, kann das schon ziemlich eklig werden für den Gegner. Ja, die CC-Chain ist da ziemlich brutal. Trifft der Braum-Stun, trifft meistens auch der Ken-Stun. Wenn man dann also Level 6 ist, kann man nochmal die Braum-Ultimate und noch einen Ken-Stun hinterher schieben. Und das gegen Twitch, der ja eigentlich Zeit braucht, um sein Damage zu machen, weil der mit jedem Autotech natürlich hochgeht. Kann ärgerlich werden. Schauen wir mal. Ich tendenziell sehe hier Cloud9s Team-Comp natürlich im Early-Mid-Game massiv vorn. Sollte Unicorns mit dieser Comp ins Mid-Late-Game kommen, dann rechne ich ihnen gute Chancen aus. Das hatten wir gestern auch schon. Das Late-Game ist von Unicorns besser. Das war gestern im letzten Spiel, glaube ich. Was war das letzte Spiel gestern? TSM gegen Unicorns. Genau, da war das, glaube ich, auch so, dass Unicorns eine Ultra-Late-Game-Comp gedraftet haben. Nee, nee, das war das Fnatic-Game. Fnatic gegen... War das gegen TSM? Oh, ich weiß nicht. Nee, es nee, Fnatic hat noch nicht gegen TSM gespielt. Nee, dann war es gegen... Ist auch egal. Ich weiß gar nicht. Letzten das war, glaube ich, gegen Cloud9 sogar. Kassadin und... Twitch, beide natürlich ein insanes Late-Game, aber beide Champions brauchen eine Weile zum Scalen. Kassadin halt gegen LeBlanc, allein durch dein Schild, was du hast, ist in der Lage, halt sehr gute Trades gegen LeBlanc zu fahren. Und deswegen pickt man diesen Kassadin auch ganz gerne. Zeitgleich ab Level 6 in der Lage, auch diese Kette mit seinem Kluftgang zu brechen. Sprich, man nimmt halt LeBlanc eine ganze Menge an Schaden weg. Ja. Das ist halt der Grund, warum du Kassadin gegen LeBlanc pickst. Das Early-Game übersteht er halt durch seinen Teleport und natürlich auch davon den Item-Bild nicht vergessen mit Stab der Zeitalter. Oh, ist da kein Burst-Opfer? Oh, sehr früh schon der Smooth Flash. Ist tot. First Blood für Samux. Das ist richtig gut für sie. Da wird pausiert direkt. Sofort pausiert. Wissen wir nicht, was da passiert. Das ist hoffentlich jetzt nichts, was das Spiel beeinträchtigt hat. Könnte natürlich ein Remake werden. Wenn also es ist auf jeden Fall instant pausiert worden, was letztlich natürlich
Vielleicht suchen gerade eine Ausrede, um jetzt nochmal ein Remake zu kriegen, weil sowas kann einen natürlich schon ziemlich nach hinten werfen. Klar, jetzt gerade bringt der Kill den nicht so viel, ne? Solange man nicht Base geht, ist es egal, wie viele Kills man hat, weil man so sich mit dem Gold nichts kaufen kann. Aber ja, Twitch Early Game nochmal besser ins Spiel zu bringen, kann unschön werden. Vor allem, wenn er nochmal Base geht, dann kann er sich halt nochmal einen Longsword oder so kaufen mit dem First Blood Gold. Ja. Und das ist halt unglücklich, sag ich mal. Ja, vor allem kriegt jetzt Twitch auch den ersten Push auf der Lane, also das ist auch nochmal angenehmer. Ansonsten Raptorenstart von Xerxe, das ist natürlich inzwischen relativ normal. Tatsächlich sogar ein Problem bei den Unicorns, also scheint das wahrscheinlich kein Remake zu werden an der Stelle. Ja, wir werden die Info bekommen, dessen bin ich mir sicher. Also nochmal für euch natürlich, wenn etwas auftritt, was nicht sein sollte, Bug oder irgendwas, dann muss natürlich sofort pausiert werden und reklamiert werden. Spätere Reklamationen sind nicht möglich. Kann alles sein, also kann aber auch irgendwie Hardware sein, die nicht funktioniert hat. Der Punkt ist, ja, jeder kennt das selber, wenn was passiert, ja, schiebst es auf den Lag oder auf eine Tastatur oder auf eine Maus. Ja, scheiße, das bei Hillisang zu sein. Der dachte sich gerade, das Play war so krass, in meinem PC muss irgendwas kaputt gegangen sein. Das war zu heftig, da ist die Prozessor, irgendwas ist overheated. Aber was Riot halt macht, man prüft halt alles, also sollte es eine strittige Szene geben, dann wird versucht, diese Szene so 1:1 nachzustellen, um herauszufinden, ob dieser Fehler reproduzierbar ist und ob das halt wirklich aufgetreten ist. Wobei hier, wie du schon sagtest, der Fehler eher auf Unicorn-Seiten liegt, das heißt, vielleicht hat sich ein Kabel gelöst, vielleicht gibt es ein Treiberproblem. Ist er vielleicht nicht so. War Hillisang auch gar nicht in-game und das war der Bot, der es gemacht hat, das Play. Oha. Nee, also da ist jetzt natürlich... okay, der Computer ist eingefroren. Ja, wie gesagt, nach dem Play kein Wunder tatsächlich. Gut, okay. Da gibt es natürlich einige Schritte, die dann getätigt werden. Erstmal ist der Boiler natürlich Der PC wird getauscht. Also gerade ist die Ansage gemacht worden, we are swapping the machine. Also das heißt, was hier passiert ist, dass halt der komplette PC getauscht wird. Einfach nur um sicher zu gehen, dass dieser Fehler, damit halt nicht nochmal ein Freeze auftritt. Ja. Was man natürlich hat, ist mehrmals Hardware und auch vor allem SSD-Karten, die man schnell von einem PC in den anderen stecken kann. Den Versuch. Also da wollte man Xerxe einfach nur ein bisschen verzögern. Die Idee war nicht schlecht, aber da hat man die Überzahlsituation unterschätzt. Man dachte wahrscheinlich, die Botlane ist schon auf der Lane, aber sie waren noch nah dran und konnten da zur Stelle sein, um dem Jungler zu helfen. Wäre das ein 3 gegen 2 geworden, also wären nur Kassadin und Gragas da gewesen, hätte man hier den Gragas ziemlich delayen können. Ja. Also das wäre nicht schlecht gewesen. Ich denke, die Botlane war noch so nah dran, weil sie auch wieder diese Red Buff Taktik versucht hatten. Mit Braum kann man die sehr, sehr gut machen. Auf der Redzeit allerdings nicht, deswegen wollte man damit invaden. Und ich habe mich mal ein bisschen informiert, diese Taktik funktioniert nur, also für Leute, die gerade fragen, welche Taktik, Raptoren, man macht nicht alle, dann Red Buff, dann eine Krabbe und ist Level 3. Das funktioniert mit einer XP-Essenz. Also man braucht eine XP-Essenz, dann ist man da ein Stück weit früher Level 3 und kann eben früher ganken. Man hat ja inzwischen so eingefressene Gankzeit. Man weiß, okay, der Jungler ist 240 Bot, 240 Top oder wo auch immer. Und damit kann man nochmal so 10 Sekunden schneller sein und den Gegner wirklich auf Guard catchen. Aber hier wird das nicht der Fall sein. Dafür ist Braum tot. Das ist, denke ich, ein ganz guter Trade. Obwohl die Leute sich nochmal wundern, der komplette PC wird getauscht. Ja, also du hast halt ein zweites Kit an PCs oder vielleicht sogar ein drittes an Hardware sowieso, die alle original verpackt sein muss, damit man da nicht cheaten kann. Das müssen die Spieler natürlich vorher von ihrem Hersteller da diese Hardware entsprechend anfragen. Das heißt, Maus, Tastatur, es kann alles 1:1 direkt getauscht werden. Und der Grund, warum man das beim PC natürlich macht, ist, wie ärgerlich wäre es denn bitte, wenn du jetzt weiterspielst und der PC freest wieder, dann vielleicht in der entscheidenden Szene. Das ist nervig. Was man also macht, man tauscht halt erstmal den kompletten PC. Und Falltüren, wo sie einfach die PCs runterfallen lassen und dann neue PCs reinfahren. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Riot dieses System auch benutzt, aber ich kenne das von anderen Turnierveranstaltern. Da hat man dann auch, gibt es diese so Raid-Systeme oder sowas, glaube ich, wo man direkt die SSD halt rausnehmen kann, direkt vorne, ohne die groß ausbauen zu müssen und dann reinstecken kann. Und auf dieser SSD ist dann deine persönliche, deine ganzen Settings-Installation, dass man diesen neuen PC nicht neu installieren muss, sondern tauscht halt den PC, packst die SSD halt da rein. Kabel liegen ja schon alle da und dann geht's halt weiter. Apropos weiter, das geht ziemlich buchstäblich. Wir sind im Spiel. Ist natürlich immer besser, wenn so ein Fehler early im Spiel passiert und man noch nicht wieder
so Minute 40 im Late-Game-Teamfight komplett den Fokus verliert. Exile, ja, wie kennt man es anders aus den letzten Spielen, kriegt in der Midlane wieder ziemlich ins Gesicht, hat schon fast komplett sein Leben verloren, wird jetzt seine Refillable Potion auch nochmal benutzen müssen. Toplane sehen wir erste Aggression. Auto-Attack-Cancel von Ray. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Dadurch der Trade überhaupt nicht worth gewesen für ihn. Ich denke, Early wird er in diesen Trades auch wenig Spaß haben. Level 6 wird so der relevante Punkt werden, weil er dann auch wirklich das All-In-Potenzial hat. Bisher ist es immer nur Poke, den Visichachi wahrscheinlich besser dann abtauschen kann, weil wenn Ray disengaged, hat Visichachi durch seinen Range-Vorteil immer noch die Möglichkeit, 1, 2 oder sogar 3 Auto-Attacks durchzubekommen und damit den Trade eigentlich immer für sich zu entscheiden. Wir sehen jetzt auch Xerxe invaded hier nochmal den Blue Buff, während Contracts mit Level 3 versucht, Midlane direkt zu diven. Sie haben gestern gesehen, Exile campen, das ist eine gute Strategie. Contracts. Oh mein Gott, der Junge tut mir richtig leid. Oh Gott. Oh Gott. Das ist doch 0-14. Vielleicht ist einfach jetzt die Idee von Cloud9, wir campen Exile. Ich meine, es ist unabhängig davon eine gute Idee, weil es halt sehr sinnvoll ist, eine LeBlanc. Ja, übel. Ja, das ist ja das Ding. Also, ja. du willst halt... Aber deswegen ein Grund mehr, warum ich diesen Peak von Unicorns of Love nicht verstanden habe. Also hätte man LeBlanc gebannt, hätte man vielleicht von Cloud9 nicht so einen harten Midlane-Fokus, aber es ist halt auf dreifacher Hinsicht gut. Du willst die LeBlanc snowballen, deswegen hast du allein schon Midlane-Fokus. Du willst, dass der Kassadin nicht scaled. Midlane-Fokus. Und dazu kommt die Vorgeschichte, Exil steht 0-14 in diesem Turnier. Das heißt, wenn du ihn campst, kannst du natürlich seine Moral und die des Teams brechen, weil ein getilteter Spieler setzt halt die komplette Team-Moral sowas von schon wieder unten am Start. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, Exile hat das auch nicht ganz so clean gespielt. C9 hat alle Spells getroffen, die sie treffen konnten. So, das heißt, hätte Exile einfach den Lee Sin Q geflasht, wäre das kein erfolgreicher Dive gewesen. Hier sehen wir das nochmal. Jensen wird gesilenced ganz kurz durch den Q. So, jetzt hier. Hätte einfach diesen Q geflasht, wäre er safe gewesen. Das ist halt das Ding. Er wollte, weiß ich nicht, Greedy den Flash saven, hat ihn am Ende doch benutzt. Man muss manchmal auch einfach flashen, um Schaden zu denyen und nicht nachdem man damaged wurde, merkt, ach verdammt, vielleicht sollte ich ja hier raus. Und das wird keine schöne Lane. Du hast es angesprochen, eine LeBlanc zu ganken ist sehr schön, weil sie super hart snowballen kann. Kassadin hat natürlich allerdings den Vorteil, er kann auch nach solchen Rückschlägen wieder zurück ins Spiel kommen. Also ein Scaling ist einfach das deutlich besser als LeBlanc. Wie gesagt, der Counter zu LeBlanc sagt man ja häufiger einfach, weil er einen Teleport mitnehmen kann. Deswegen das Early Game übersteht. Ab 6 kann er die Kette brechen mit Luftgang und viel Schaden wegnehmen. Er baut vergleichsweise tanky durch den Stab der Zeitalter. Also ist damit nicht so squishy wie viele andere, auch weil er Melee ist. Ja, und das sind halt so die Gründe, die Trades mit seinem eigenen Schild nochmal, warum du ihn gegen LeBlanc spielen kannst. Aber natürlich so jetzt sehr ungünstig, wenn Jensen jetzt schon 17 CS vorne ist. Ja. Botlane ähnliche Probleme, auch da hat Twitch nicht ganz so viel Spaß aktuell. Flash jetzt hier in Trouble, wird gestunt werden und wird wahrscheinlich hier flashen müssen oder zumindest den Heal bekommen. Ja, Samux mit dem Heal, jetzt nochmal Full Stacks vom Gift, der Trade letztendlich nicht so schlimm gewesen, aber doch eigentlich schon 2 für 1 Samen, ne? Und Heal ist raus, also die Botlane läuft auch alles andere als optimal. Samux, sich schon erwähnt, hat das First Blood, aber es ist egal, er konnte sich damit bisher noch nichts kaufen, genau. Und abseits davon ist Braum schon... Man kann ihn als Soft-Counter zu Trash bezeichnen, weil sobald Braum auf der Lane ist, hat Trash eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, ein All-In zu machen, weil jedes Mal, wenn ein Hook trifft, egal auf wem, hebt Braum sein Schild und der Engage ist beendet. Auf der anderen Seite kann Braum allerdings einen Trash bedrohen, weil er einfach den Q treffen muss und dann kann man das Ding stunnen. Also Sneak ist einer der wenigen, der auch Ken AD Carry gespielt hat in der NALCS. Man kennt es ja sonst eher von EU, von Reckless und damit steht er eben 3-0. Das sollte man dazu erwähnen. Also wir hatten ja die unterschiedliche Meta erwähnt. Ja, in EU natürlich haben wir deutlich häufiger schon eben AD kennen gesehen. Mit der ist nochmal Contracts unterwegs, Exile kein Nimm Flash. Nimm das 2 gegen 2, Kette allerdings hat nicht gesessen, trotzdem. Oh wow, 0-15 Exile. Holy shit. Aber sie hatten den Pink Ward, damit hätte man rechnen können. Contracts ist gerade zum Pink Ward gegangen, wollte ihn clearen, ist dann aber umgedreht und wieder Richtung Midlane gelaufen. Das hätte Exile sehen müssen, ganz ehrlich. Ist natürlich ärgerlich, dass er noch Level 5 war, Jensen aber schon Level 6. Dann hätte er trotzdem eine andere Position einnehmen müssen. Xerxe war auch zur Stelle, hätte mit seinem Bauchhammer wahrscheinlich das Ganze entschärfen können. Wollte er nicht tun, ihm war sein Flash wichtiger. Das sind alles immer so Decision-Making-Sachen. Hier sehen wir nochmal Midlane, der war nicht mal ein Gankversuch von Xerxe, sondern er wollte eigentlich nur die Wave clearen. Dann kamen Contracts dazu. Und ja, hier hätte sich Xerxe einfach nur vor Exile stellen müssen, sodass Exile nach unten laufen kann. Exile hat versucht, auf Teufelkomm raus zu dodgen. Dadurch hat er sich seinen eigenen Weg abgeschnitten. War nicht optimal gespielt von den Unicorns, aber dieser Gesichtsausdruck, also das ist halt super bitter. Und stell dir mal vor, du hättest jetzt so irgendwie ein Trinkspiel gemacht, bei jedem Tod von Exile trinken, dann
wäre es jetzt im Verlauf dieses Turniers schon dabei. Gank. Da kommt der Counter-Gank. Wir flashen dran. Chachi, verdammt low, aber man hat eine Stärke 2 gegen 2 hier. Und Xerxe hat noch einen Flash, aber es ist egal. Er hätte ruhig flashen können, denke ich. Er hätte flashen können, also vielleicht wäre er die Chance, dass er trotzdem stirbt, wäre da gewesen. Ne? So ein Blind Q von Contracts ist immer möglich. Aber da wieder hat man sich überschätzt. Xerxe war noch nicht Level 6, Contracts allerdings schon. Man wollte dem Toplaner helfen. Hätte Visichachi einfach geflasht, wäre das wahrscheinlich ein Free Flash gewesen, aber kein Kill. So musste der Jungler sterben. Blue Buff schon wieder gestohlen worden, das heißt Exile nochmal behind. Man darf ja nicht vergessen, so ein Blue Buff gibt auch ordentliche Erfahrung. Das heißt, wenn Jensen jetzt einen Blue Buff bekommt und der eigene gestohlen wird von Exile, ist er nochmal weiter behind. Muss jetzt hier in die Base gehen, ist schon 20 Farm, ein Kill und ein Level behind und es wird einfach nicht besser. Hier sehen wir es nochmal auf der Toplane, wie sie Chachi wird jetzt hier engaged. Contracts ist da und man hat auf diesen Countergank gehofft, aber Visichachi hätte auch einfach nur. Das hätte Visichachi wahrscheinlich überlebt. Auch wenn Xerxe nicht da gewesen wäre. Das ist halt das Problem. Und im schlimmsten Fall, gut, wäre Visichachi vielleicht gestorben, ja. Dann aber wenigstens Xerxe nicht. Ist halt fraglich, ob man das so traden möchte. Bisher kein guter Start für die Unicorns und Cloud9 wieder sehr gut im Spiel. Ja. Was heißt wieder? Also ich meine, man hat zwar das First Blood abgegeben, aber alles andere spielt momentan wirklich für Cloud9. Sieht man von diesem Patzer mal ab, steht es ja technisch gesehen 3-0 für Cloud9. Der Goldvorteil ist da von über 1000 Gold. Du hast halt einen Midlaner, der jetzt schon wieder tiltet ist, nachdem gestern nicht gerade sein schönster Tag in seiner Karriere gewesen ist. Das stimmt, das stimmt. Und es sieht so aus, als würde es heute genauso weitergehen. Natürlich sind 1300 Gold noch nichts, wo sie Spiele ja, aber nach 9 Minuten ist das schon Ein netter Vorsprung auf jeden Fall. Was ich bei Cloud9's Teamkumpel ein bisschen problematisch sehe, ist, dass sie theoretisch 3 Champions haben, die es pushen wollen. Sie haben Riven, LeBlanc und Ken, die alle sehr gut sind in einem 1-3-1, wenn sie die 1 sind. Aber nicht, wenn sie die 3 sind. Jetzt hier nach oben der Gangversuch von Hillisang Hook sitzt. Das ist der Kill für Samux. Und ja, das haben wir mehr schon mal Xile! Und Contracts gierig. Smoothie. Also die Strategie ist einfach Tilt Exili, auch wenn Contracts dafür nochmal gestorben ist. Ein bisschen unnötig, ja, man bekommt dafür den Turm. Also, Unicorns of Love jetzt global in diesem Trade an sich einfach besser. Nicht nur, dass sie halt 2-1 global in Kills getradet haben, sondern der Turm, der macht hier eine Menge aus und dadurch wird man jetzt sogar einen kleinen Goldvorsprung haben. Ja, man lässt die Wave jetzt hier nochmal bouncen. Diese Chachi nimmt sich hier nochmal den Farm. Zack. Und aber es ist schon traurig, wenn selbst der Supporter für dich flasht, um dich zu töten. Ich meine, klar, du warst halt low, aber ja, aber war auf jeden Fall ein guter Comeback-Moment jetzt nochmal für Unicorns. Haben goldtechnisch absolut ausgeglichen, ja. Sehr stark gemacht auf jeden Fall, mit Twitch da zu rotieren. Das ist einer der Vorteile, die du mit Twitch hast, wenn du Cutlass hast, wenn du Level 6 bist, wenn du Push auf der Botlane hast, ab in die Base, ab zur Toplane und das Gankpotenzial gerade mit dem Trash ist dann sehr, sehr hoch. Man hat jetzt hier 2 Kills auf Twitch, 20 Farm allerdings weniger. First Blood Turret auf Nah, der jetzt im 1v1-Matchup ein bisschen mehr Spaß hat. Man muss jetzt nur gucken, dass man Botlane den Turm nicht verliert. Und wer in die Midlane geht, bleibt dann die große Frage. Eine Twitch kann sicher nicht gegen LeBlanc lane und nicht gegen eine 2-0 oder 1-0 Level 9 LeBlanc. Das funktioniert nicht, da muss Exile für seine Fehler gerade stehen. Der ist jetzt hier schon 30 Farm hinten. Eieiei. Wir nehmen das nochmal in der Midlane, ja. Da wieder der Gangversuch auf Exile. Flash Kick, sehr schön gemacht. Wow. Der Stun aber von Xerxe, unglaublich gut. Hat damit die Möglichkeit, Contracts sofort den Q hinterher zu schmeißen, denied. Und dadurch ist Contracts hier wahrscheinlich überhaupt gestorben. Er wäre höchstwahrscheinlich trotzdem draufgegangen, aber hätte dann den Kill noch bekommen. So geht der Kill auf der einen Seite an Gragas, auf der anderen Seite an Braum. Und den Kill auf Gragas würde ich schon höher einstufen als den Kill auf den Support. Contracts aber, der macht sofort weiter. Sehr gangaktiv gewesen. Von Award, ja. Ja klar, wenn du Lee Sin hast, spielst du sehr offensiv als Contracts, ja, wie du schon gesagt hast, Rookie des Blitz, des Springsplits geworden ist, erst recht. Und da will man sich beweisen, wenn man schon mal so einen Carry-Jungler hat. Ja. Ja, jeder kennt dieses Lee Sin-Syndrom. Das haben auch Yasuo und Riven-Spieler ganz gerne mal. Das ist nicht gut. Nee. Hatten wir gerade drüber gesprochen. Eine Stärke von Kassadin ist, dass er mit der Ultimate aus der Kette rauskommt. Er hier hat dann mit dem Sprung leider zu lange gewartet und vor allem auch einfach den Sprung am Anfang benutzen können. Drache geht jetzt auch noch an Cloud9, Cloud Drake.
passt natürlich perfekt thematisch gesehen. Toplane, sind wir weiter im 1 gegen 1 Matchup, macht natürlich Sinn, ne? Wenn du als ADC Toplane den Turm holst, dann macht es keinen Sinn, Toplane zu bleiben, sondern du willst Botlane den Turm natürlich irgendwie bekommen oder im 1 gegen 1 vielleicht dich durchsetzen. Aktuell extremer Item-Vorteil bei Samux. Er war jetzt schon Base, hat durch die Kills Blade schon fertig. Oh, ja. Auf der anderen Seite, Sneaky hat sich erstens für die Schuhe entschieden, dadurch später Blade, und war zweitens lange nicht mehr Base. Wenn man jetzt einen All-In-Botlane forcieren kann, das könnte richtig gut ausgehen. Für die Unicorns natürlich. Frage ist, ob sich Cloud9 darauf einlässt. Hook sitzt. Ja, genau davon habe ich gesprochen. Ja, man darf den CC nicht vernachlässigen. Jetzt die Braum Ultimate. Exhaust, wieder der Stun. Aber es reicht vom Damage nicht. Also hätte er da vielleicht. Oder hätte er Blade gehabt, wäre er tot gewesen. Ja, das hat Samux aber auch ziemlich missplayed. Also man ist da am Anfang auf Smoothie gegangen, hat Smoothie selbst durch das Schild low gehauen. Dann war Smoothie auf 400 Leben und auf einmal wechselt Samux auf Sneaky. Er hat Sneaky noch halbes Leben abgezogen. Hätte er diesen Damage auf Smoothie gemacht, wäre er wahrscheinlich gestorben, weil er keinen Flash mehr hat. Wobei also, Sneaky hat noch Heal, das darfst du nicht vergessen. Das stimmt, man hätte dann aber zumindest den Heal bekommen. So hat man natürlich wieder zwei Summoners für eingetradet. Und jetzt muss man hier diesen Turm alleine verteidigen, was wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit wird. Also der ist definitiv weg. Samux müsste jetzt genau anfangen. Obwohl er diesen Item-Vorteil gehabt hätte. Nee, ich denke, oder das noch ist halt. Okay. Ja. Oh, Samux! Da kommt der hier raus. Hier fast den Kill. Das war natürlich ein bisschen greedy. Ja, da hat man ein bisschen gepennt. Muss jetzt Base gehen. Oh, wow, Sneaky. Stayed sehr lange. Contracts auf dem Bottom-Side-Jungle. Ärgerlich, dass Xerxe gerade nicht auf der Bot-Side ist, sonst hätte man jetzt den Turm wahrscheinlich sogar holen können. Jetzt auf dem Weg zur Bot-Lane Lee Sin. Aber was kann er hier noch holen? Hat Ultimate ready, Lee Sin ist wahrscheinlich tot. Teleport aber raus, schöner Hook! Contracts mit dem Kick jetzt hinterher, holt sich Lee Sin. Und jetzt muss man hier disengagen, aber so hat man nochmal Lee Sin bekommen. Das hat Hilizang leider gut gespielt von Contracts. Das war sehr gut gespielt von Contracts. Gerade, dass er den Kick nach oben gemacht hat, hat ihm hier diesen Escape-Pfad ermöglicht. Hilizang hätte weiter auf der Bot-Side der Lane sein müssen, damit Contracts in die Lane rein muss für den Kill und damit das TP von Visichachi nicht verschwendet ist. So, man sieht es jetzt. Er nimmt den Hook, kann damit nochmal Zeit rausholen, das ist gut, aber er hätte den Hook nicht connecten dürfen, weil dadurch kann hier, wie man sieht, Contracts nach oben kicken mit dem Q raus. Ansonsten wäre er in Visichachi drin gewesen und hätte wahrscheinlich Probleme gehabt. So, ein weiterer cleaner Kill für Cloud9 und der 600 Gold Lead. Und das heißt auch schon Twitch mit zwei Kills, aber auf der anderen Seite braucht er natürlich noch mal ein bisschen. Also auch wenn die Klinge des geschützten Königs ein gutes Ein-Item-Bild ist, will Twitch natürlich gerne mehr. Ist halt ein Hyper-Carry im Late-Game. Ja. Und da bist du halt jetzt noch lange nicht ganz anders in Lee Sin, der jetzt gerade seine stärkste Spielphase hat. Drei Kills. Gerade auch gegen das Team von Cloud9 brauchst du einfach mehr Items mit Twitch, um relevant zu sein. Weil die Gegner haben so viel, was sie dir ins Gesicht werfen können, dass deine Uptime im Teamfight, also die Zeit, in der du effektiv Schaden machen kannst, wahrscheinlich sehr gering sein wird. Und dadurch brauchst du dann einfach die Items, um selbst in der geringen Zeit deine Relevanz zu haben. Vor allem Unicorns, dass sie LeBlanc nicht gebannt haben. Am ersten Tag, wir haben es gerade nochmal gesehen, hat Jensen ja schon gegen Fnatic LeBlanc ausgepackt und damit auch ziemlich durchrasiert. Dass man ihn jetzt nochmal eine LeBlanc pickt, wenn du weißt, Jensen ist einer der mechanisch weltbesten Midlaner überhaupt, dem gibst du eine LeBlanc, mit dem hat er am Vortag rasiert, gegen deinen Midlaner, der zwar an sich einen Counterpick hat, aber... Das wird jetzt interessant, man will Toplane wieder den All-In forcieren, schöner Flash, das wäre sein Tod gewesen. Man hat jetzt den Herald auf der Seite von Xerxe, auf der anderen Seite hat Cloud9 gerade Botlane den Turret for free bekommen, das heißt, Unicorns müssen jetzt versuchen, mit diesem Herald ebenfalls natürlich sich einen Turm zu sichern. Midlane wird schwer, da ist man gerade mit Braum und Lee Sin am Start, Toplane ist da schon ein bisschen realistischer, man kann den natürlich auch noch eine Weile im Inventar behalten, Frage ist nur... Kann man noch eine bessere Situation finden? Jetzt Midlane vielleicht der Gank versuchen? Nein, man pusht jetzt aus. Und jetzt könnte man den Herald vielleicht sogar setzen. Da ist nur eine LeBlanc gerade. Man wartet weiterhin. Bin gespannt, was jetzt der Gameplan von den Unicorns ist. Die sind trotzdem aktuell, auch wenn Cloud9 mit 1000 Gold vorne ist, wirklich nicht schlecht im Spiel. Nur Exile ist hier gerade so ein bisschen das Problemkind, der wirklich nicht nur behind ist, sondern eben auch ständig gecatcht wird. Beziehungsweise gedived wird. Muss man auch einfach mal so sagen. Ich denke, man ist jetzt gut damit beraten, wenn man versucht, mit Samux Base zu machen. Weil Jensen, ja, der ist ziemlich dick, der macht ziemlich viel Damage. Aber LeBlanc ist trotzdem nicht tanky. Die hält nicht viel aus. Und jetzt einmal gecatcht, stirbt die LeBlanc halt sofort weg. Held wird halt genommen. 3 gegen 5 jetzt gerade. Schöne Situation für die Unicorns. Gruppen zu viert in der Mitte. Können damit Cloud9 vom Turret wegzonen und den vollen Damage vom Herald durchbringen. Jetzt muss man nur rechtzeitig wieder auf die Top- und Botlane gehen. So, man bekommt den Turret, sagt sich, gut, das reicht uns. Herald hat seinen Job erledigt. Wir haben damit seinen Wert geholt, und weil sie den Turret verloren haben. Man muss jetzt Richtung Toplane rotieren, aber Cloud9 wissen, dass Unicorns jetzt in der Not ist. Damit Contracts in der... Oxili! Oh, wow, Contracts findet Exili.
kommt hier nochmal weg. Und macht ihm echt kein schönes Leben. Das war schon wieder ziemlich bitter. Also da mit der Ult nicht rüberzukommen, sehr, sehr ärgerlich. Jetzt kommt Xerxe von hinten. Samux ist gerade noch in. Was hätte die Lenta vielleicht nehmen sollen? Wird exhausted. Ich sehe noch in der Nähe, allerdings schon low. Und jetzt kommt Jensen hinterher. Samux flasht sogar noch, aber der Damage reicht noch nicht ganz. Auch Hylissang muss flashen. Irgendein Ultimate nochmal drüber geböllert. Wie sieht Chachi währenddessen auf der Botlane? Hatte keinen Teleport, kriegt dafür jetzt den Free Push. Ray hat Teleport, wird das wahrscheinlich auch gleich benutzen. Erstmal aber pusht man hier noch auf der Midlane weiter. Da ist gerade Hylissang gemeinsam mit Xerxe am Start, wird das Ganze hier deffen können. Wie sieht Chachi, kriegt ein bisschen Damage auf den Botlane-Turret. War overall nicht optimal für die Unicorns, aber auch letztendlich nicht tragisch, weil man keinen Kill abgeben musste. Samux ist ein bisschen out of position gewesen, hätte wahrscheinlich die Lantern tatsächlich nehmen sollen. Und Ray kommt auch ohne Teleport noch auf die Botlane, also... Auch zuvor Xili halt kein gutes Positioning, schon bevor der Fight losging von Contract. Ja, aktuell ist es ein 4 gegen 5, was Unicorns jetzt hier spielt. Kassadin ist nicht im Spiel drin. Er muss weiterhin versuchen, so viel Farm wie möglich zu bekommen, ohne weiterhin zu sterben. Das wird nicht leicht gegen das Team, weil alle aus Cloud9 eine sehr hohe Mobilität haben. Und normalerweise ist das der große Vorteil, den Kassadin gegenüber allen anderen Champions hat, dass er einfach viel, viel mobiler ist. Gegen Rivenly, Sin LeBlanc ist das gar nicht mal so unbedingt der Fall, sondern die können lange Zeit tatsächlich noch gut an dem Kollegen dranbleiben. Ja, auch, also gerade in der, wenn er sein Q getroffen hat, wie dranbleibt. Und wenn halt auch erstmal dieses CC-Chain sitzt, dann nützt er all deine Mobilität nichts. Trotzdem ist halt ein Kassadin vergleichsweise rüstig für einen Midlaner. Nichtsdestotrotz, Cloud9 jetzt mit dem nächsten Drachen, Meeresdrache für sie. Sind momentan im Gold vorne, müssen sie aber auch sein, das sollte man dazu erwähnen. Man darf die Unicorns jetzt noch nicht abschreiben. Sie skalieren wesentlich besser. Cloud9 muss in dieser Phase vorne sein und sie müssen den Vorsprung so weit ausbauen, dass sie halt das Game komplett snowballen und finishen können. Sollte das nicht der Fall sein, wird es halt so ab 3-4 Items sehr, sehr ungemütlich gegen das Team von Unicorns. Auf jeden Fall. Teamfight-technisch sind Unicorns sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Man hat auf allen Positionen die vermeintlich Teamfight-stärkeren Champions, vielleicht mit Ausnahme von Support, da kann Braum natürlich auch sehr, sehr gut mithalten. Aber Twitch, Kassadin, Gragas, Nah, das sind alles Champions, die sind gemacht für den Teamfight. Während man mit Riven, LeBlanc und Ken, wie schon erwähnt, tendenziell eher drei Split-Pushing-Champions hat und mit Lee Sin auch eher einen Early-Game-Jungler, der halt im späteren Teamfight eher für einen einzigen Kick da ist. Wenn der AD Carry das gleiche Level hat wie dein Midlaner und für den Kill geht, dann läuft da was verkehrt. Jetzt ist Smoothie noch mit dabei. Selbiges gibt Hylissang. Stun geht nochmal durch. Hylissang rettet hier gerade Exili komplett vor Schlimmeren. Braum Ultimate Smoothie, der ist nicht so mobil. Der wird dafür abgeholt. Insgesamt also vielleicht sogar der Bait von Unicorns. Sneaky gestunt worden. Ultimate und er holt zwar selber noch mit seiner Ultimate. Bisschen. Ja, nee. Er drückt seine Ultimate und das war es halt für ihn. Botlane abgeholt, in der Zwischenzeit Cloud9 in der Midlane am Pressure. Damit ist das Ganze also wieder worth. Crossman-Play von Cloud9 ist erfolgreich. Oh, XC hat auch einen Kill bekommen. Nevermind. Unicorns haben das Spiel jetzt offiziell gewonnen. XC hat den ersten Kill des Turniers. Herzlichen Glückwunsch da an ihn. Und so hat das Ganze angefangen, indem er wieder ordentlich weggeprügelt wurde. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum er da noch nicht geultet hat. Also wo die Ult war. Vielleicht hat er schon zu viele Stacks gehabt. Und XC und Co. Das ist jetzt mal ein ballsy Call. Wen hat man jetzt abgestellt, um den Lee Sin abzuhalten? Das ist so riskant. Das ist so riskant. Man kriegt hier aber Contract. Jetzt muss man rausgehen. Mit Riven, die Ult ready hat, will man im Pit nichts zu tun haben. Man zieht das wirklich durch. Riven muss reinflashen jetzt. Ein guter Riven-Flash kann jetzt hier diesen gesamten Baron komplett zerstören. Oh Gott, das war ja die Ultimate, Riven ist drin, exhausted. Das war ja übel schlecht. Nasher bekommen, Sneaky jetzt da. Das geht, das funktioniert, weil Cloud9 komplett ihr Brain ausschaltet. Also ich sag mal so, Boxbox hätte da jetzt einen Quadra-Kill wahrscheinlich gemacht. Das war tatsächlich ziemlich schwach von Ray. Das geht noch weiter, das ist noch nicht vorbei. Sneaky, gestunt worden, Smoothie will helfen. Nächstes dann hier. Samux auch immer noch Full HP, also da muss man jetzt aufpassen, dass man sich nicht von Twitch sneaken lässt. Ab in die Base, Unicorns! Exili kommt zurück, Freunde. 2-16 jetzt. Das ist nun mal. Das ist Comeback-Time. Am Ende des Games hat er positive Stats overall. Hier sehen wir nochmal den Teamfight. Jensen Full HP, Contracts Full HP. Was man. Naja, er lässt sich hooken, das war sehr ungünstig. Ich denke, er hätte mit seinem Team einfach über die River laufen sollen. Jetzt hier River. Riven. Hat die Ultimate an. Jetzt ein Flash. Q, Knock-Up, W, Ult. Wäre richtig geil. Stattdessen macht er eine Ultimate, die nicht wirklich viel Damage macht. Flasht rein. Trifft mit dem vierten Q nur, mit dem dritten Q nur den Baron selbst, stunt niemanden mit dem W, ermöglicht Jensen dann damit auch nicht reinzugehen. Also hätte man hier einen schönen Lee Sin-Kick gehabt, dann einen schönen Riven-Flash und LeBlancs AOE-Schaden, dann hätte man hier wahrscheinlich das Spiel gewinnen können. Stattdessen hat man den Unicorns jetzt nochmal die Möglichkeit gegeben, zurückzukommen. Die natürlich hier mit einem sehr riskanten Call und sehr guten Plays zurück ins Spiel gekommen sind. Ja, also jetzt ist halt so
für Cloud9. Die Frage, was ist da falsch gelaufen? Und zwar eine ganze Menge im Vorfeld. Überhaupt die Botlane gecatcht worden, dann der Baron Call, Contracts zu früh gestorben. Und Unicorns of Love ist um Gold even. Das ist für sie super. Und das Baron Powerplay, sie haben noch 2 Minuten Zeit dafür. Die haben halt nicht mal den Druck, dass sie hier groß was bekommen müssen dafür. Haben sie nicht. Vor allem, weil der Baron so unverhofft war und sie auch da besser getradet haben. Der Hook hier ins Leere. Ja, bisher konnte man von dem Early Snowball, den man erhalten hat, nicht so viel wirklich Erfolg rausholen, weil letztendlich auch nicht so viele Kills bekommen. Eine Schneeflocke hier. Oh mein Gott. Exili! Das zeigt immer noch, warum Unicorns so gerne diesen Gragas tatsächlich haben, egal ob Jungle oder Toplane, weil man diesen direkten Engage hat. Der Hook sitzt auch noch. Das könnte vielleicht der nächste Kill werden. Unicorns mit dem Comeback. Oh, Gragas Ult war richtig gut. Jetzt gibt's weiter. Contracts abgeholt. Der Turret down. Und die Unicorns sind wieder da. Sie wachen auf. Und das ist hier gerade ein ganz, ganz grober Fehler, den Cloud9 mehrfach begangen hat. Sie haben sich selbst in diese Teamfight-Situation forciert mit ihren Fehlern, die sie gemacht haben. Und da fühlt sich Unicorns in dieser Comp absolut zu Hause. Sie sind nicht auf ihre Stärken eingegangen. Sie haben eine LeBlanc, die wunderbar im Spiel ist, die niemand 1v1 kann. Aber die ist nicht auf der Sidelane. Sie haben den Ken, der ist auch nicht auf der Sidelane. Und sie haben eine Riven, die ist einfach nur useless. Also aktuell spielt Cloud9 Unicorns komplett in die Karten. Jetzt vor allem diese Catches immer auf Sneaky. Das ist ja schon der dritte Catch hier. Diesmal allerdings nicht gestorben. Jensen zur Stelle. Der Root. Visi Chachi. Ai, der wird immer in der Mega-Form und überlebt das Ganze jetzt. Dadurch der Turm ist down. Smoothie ebenfalls abgeholt. Und jetzt Unicorns of Love mit 5 Mann gegen 3 gegen diesen Top-Lane-Turm mit dem Baron-Buff. Sneaky sich wieder hochgehalten. Der will da noch was, genauso wie Jensen. Aber da geht nichts. Da geht nichts. Nicht gegen dieses Team, da ist zu viel CC mit dabei, da muss man aufpassen. Mega nach Form abgelaufen, das heißt jetzt wieder flauschig. 10 Sekunden Baron Buff, das wird für den Backboard genutzt und dann geht man erstmal ordentlich shoppen. Das waren richtig 5000 Gold jetzt plötzlich vorne. Ja, das waren über 5000 Gold Baron Powerplay. Man hat jetzt 3-0-6 auf Twitch. Selbst Exile, der hier mit 0-3-0 ins Spiel gestartet ist, steht jetzt 4-3-5. Hier sehen wir es in der Midlane. Sneaky einfach nur weggebolzt worden. Kann man ihm nicht wirklich übel nehmen. Righteous Glory, unglaublich starkes Item auf Gragas. Aber hier muss man dann auch wieder sagen, Cloud9. Wieso lässt sich Raider hooken? Was hat er da zu suchen? Es ist wieder die gleiche Situation wie gestern. Der Turm ist weg. Warum lässt man sich da catchen und ermöglicht dann Unicorns nicht nur einen Turm zu kriegen, sondern ein Turm, 2 Kills, Inhib-Turm, 2 Inhibs und eigentlich das Spiel zu gewinnen. Also Cloud9 sehr gut gestartet, aber dann viel zu grobe Fehler gemacht. Alleine der Fakt, dass sie die ganze Zeit Fights gesucht haben, obwohl ihre Comp nicht dafür ausgelegt ist, zeugt halt davon, dass sie hier vielleicht schon ein bisschen arrogant gespielt haben. Ja. Weil sie dachten, gut, wir sind jetzt 2-3K voll. Sie haben das weggeworfen. Jetzt gewinnen das Game easy. Nein. Ja. Sie haben das Spiel Stück für Stück weggeworfen und das war alles andere als gut. Cloud9, das ist jetzt vorbei, ja, das Spiel. Wenn Unicorns jetzt keine wirklich massiven Fehler macht, zum Beispiel die Cloud9 gemacht hat, dann ist das Spiel vorbei. Weil jetzt können sie einfach die Teamfights forcen. Sie haben 2 offene Inhibs. Sie können jetzt die komplette Objective Control übernehmen. Baron, Dragons. 6000 Gold Baron. Das ist halt insane. So, jetzt hat Cloud9 eigentlich keine Winning Condition mehr. Der Hook sitzt gegen Smoothie. Ist jetzt nicht das beste Ziel, aber ja, einfach mal zeigen, was man so drauf hat. Wichtig ist einfach, diesen Turm zu bekommen. Das werden sie auch. Das kann Cloud9 hier nicht verteidigen. Und Unicorns of Love drückt jetzt sogar nochmal weiter. Sie haben 2 offene Inhibitoren, wie du schon gesagt hast. Das heißt, damit ist es ein leichtes, diesen Turm hier zu belagern. Denn irgendwann muss jemand von Cloud9 die Sidelanes oder die anderen Lanes verteidigen. Das heißt, du hast hier die Überzahl am Turm und damit den nächsten Inhibitor. Und ja, plötzlich ist Unicorns of Love fast schon uneinholbar vorne. Gerade mit dieser skalierenden Combo. Das nach 26 Minuten. Vor 10 Minuten sah das Spiel noch komplett katastrophal für die Einhörner aus. Nächster Engage of Contracts, der Hook. Er hat nicht gesessen, aber ist egal. Die haben einfach 20 Engages. 5 Kills jetzt plötzlich. 5 Kills. Also der geht auch positiv raus nach dem Turnier. Also das ist wirklich ein Stomp. Nach dem Early Game Cloud9 so wegzustompen, ja, aber da Cloud9, hat Unicorns meinen Respekt. Cloud9 hat so viele Fehler gemacht noch und hat halt den Vorsprung nicht weiter ausgebaut. Unicorns of Love einfach mit einem super Comeback. Der Vorsprung war auch nie wirklich so groß, dass man sich das hätte erlauben können. Jetzt nochmal der letzte Teamfight und das wird man nun beenden. Und die Unicorns jagen sie hier komplett in den Fountain rein. Das ist der Turm, das ist der Nexus und das ist Unicorns, die sich hier eindrucksvoll zurückmelden. Mit dem ersten Turniersieg mit Exili, der wieder auferstanden ist, nachdem es im Early Game alles andere als gut um ihn aussah.
er hat sich hier rehabilitieren können. Ja. Und es zeigt halt, man kann es sie hier, oder man kann es mit den NA-Teams aufnehmen. Das haben wir nun gesehen. Also nicht schlecht gespielt zu dem Zeitpunkt. Sie waren halt bei 3 Items, skalieren sie sowieso besser. Und das hat Cloud9 hier gerade schmerzlich erfahren dürfen. Ja, wirklich stark gemacht von den Unicorns. Exile hier auf einem Champion, der, selbst wenn er gekämpft wird, natürlich gut ins Spiel zurückkommen kann mit dem Kassadin. Aber ich denke, ein ganz, ganz großes Problem war A, die Champion Select von Cloud9 und B, der Weg, wie sie ihre Comp dann gespielt haben. Wie schon erwähnt, sie hatten eine 1-3-1-Comp mit 3 Champions, die 1 sein wollen. Es gibt aber nur 2 Einsen, links und rechts, also Top-Lane und Bot-Lane. Und man hat die LeBlanc viel zu lange in der Midlane gelassen, beziehungsweise zu spät, meiner Meinung nach, auf diese Solo-Lane geschickt. Der hat Teleport gehabt, hat sie auch nicht einmal wirklich effektiv nutzen können. Der Ken war komplett irrelevant, hat auch nichts gemacht in dem Spiel. Der Riven-Pick hat überhaupt nicht funktioniert. Das Einzige, was in diesem Spiel wirklich gut lief, war die Early-Laning-Phase und Contracts in seiner Midlane Babysit-Rolle. Abseits davon hat Unicorns hier ein verdammt gutes Spiel hingelegt und auch Exile, der am Anfang ordentlich kassiert hat und ein paar Tilt-Fehler gemacht hat, hat gut ins Spiel zurückgefunden und sie haben das Spiel mehr als verdient hier gewonnen und damit steht es 3-4 und EU rückt zurück. Ja, sah nicht danach aus, es sah wirklich so aus, als würde diese Pechsträhne weiter losgehen bei Unicorns. Das Early Game war weniger gut, aber man sieht auch schon, warum Unicorns of Love wirklich geneigt ist, solche Late-Game-Comps zu picken. Das tun sie ja sehr, sehr häufig, einfach weil sie ihre Spielstärke eher im Late-Game sehen. Aber das Interessante ist ja, ja, sie haben eine Late-Game-Comp gepickt und sie haben Minute 20 mit der Late-Game-Comp gewonnen. So. Also da hat man natürlich auch sehr viel Gold im Spiel gehabt, weil so viele Kills gefallen sind. Cloud9 wollte das Spiel schnell machen, ja, was mit ihrer Comp nicht falsch ist, weil im Late-Game wäre genau mich, das passiert. Für mich schwach aber vor allem die Botlane hier von Cloud9, ja, die normalerweise sehr, sehr stabil ist, aber vor allem Sneaky viel zu offensiv. Also die Botlane wurde mehrfach gecatcht, also wirklich mehrfach, und hat diese Plays überhaupt so erst ermöglicht. Wenn er uns das an der Toplane, da hat man sich so einfach genommen und hat gesagt, okay, Exile, das ist halt so ein Opfer, den nehmen wir einfach mal mit, haben sich abholen lassen, ja, und waren dann selber die Opfer, und das hat sich halt durchgezogen. Ständig hat man da gedacht, okay, man kann traden, das machen wir easy, das machen wir easy, aber plötzlich war man im Gold gleich, und das ist gegen eine besser skalierende Combo niemals gut. Also Cloud9 hat es komplett versäumt, die waren eigentlich, hatten einen soliden Vorsprung, der nie wirklich sehr groß war, aber er war da. Und sie haben es versäumt, ihn auszubauen. Was sie nicht gemacht haben, du hast es angesprochen, sie hätten eigentlich einen super 1-3 einspielen können, haben es aber niemals getan. Also wir haben niemals ein 1-3-1 von ihnen gesehen. Ja, man muss aber auch sagen, dass Unicorns auch wirklich gut dagegen gekämpft hat. Ja? Wir haben Exile gehabt, der die ersten 15 Minuten des Spiels wirklich nicht im Spiel war. Aber trotzdem haben sie es geschafft, immer wieder Crossmap-Plays zu machen und auf Cloud9s Plays zu antworten. Teilweise sogar proaktiv Turrets zu pushen, mit Twitch und Trash zu roam. Also Botlane hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch Xerxa hat hier eine richtig gute Partie hingelegt. Eigentlich alle, selbst wie schon erwähnt, Exile ist gut zurück ins Spiel gekommen. Aber einfach diese wirklichen brachialen Engages mit Trash-Hook, Gragas Flash E auszunutzen, das hat für die Unicorns optimal funktioniert und Cloud9 hat überhaupt keine Antwort gefunden in ihrem Spiel. Also Xerxe, gut, dass du nochmal erwähnst, war für mich so ein bisschen der wichtigste Faktor, der ja auch im Early Game durchaus geschwächelt hat. Lag dran, weil Contracts halt früh schon Kills bekommen hat, extrem das Matchup quasi dominiert hat, aber Xerxe mit Gragas hat zu den entscheidenden Plays maßgeblich beigetragen, hat er sogar selber initiiert mit seinem Bauchhammer-Stun. Genauso auch die Gragas-Ultimates waren eigentlich fast alle ausschließlich on point. Also ich kann mich nicht an eine schlechte Gragas-Ultimate in diesem Spiel erinnern. Und es ist gar nicht mal so leicht, die gut zu platzieren, wenn der Gegner rausflasht oder rausdasht oder so, dann wird aus einer guten, eigentlich gut gesetzten Gragas-Ult sehr, sehr schnell eine schlechte. Das ist hier nicht passiert. Aber so ein bisschen der Sieger der Herzen ist einfach Exile. Ja, den gönnt man es eigentlich. Man gönnt es ihm. Ja, es ist mit 0-16 stand er zwischenzeitlich in diesem Turnier. Und jetzt hat er 5 Kills einfach mal geholt. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig für dieses geschundene Selbstbewusstsein. Das auf jeden Fall. Also man hat ja wirklich die Frustration in der Kamera gesehen. Ja. Das war halt. Ich kenne sein Gefühl, denke ich, ziemlich gut in dieser Situation, dass er da dann eben diese Genugtuung hat. Dein Profi-Tipp, um dann zu entsalzen? Ist schwer. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Tipp. So. Also da musst du dich wirklich fokussieren. Es hilft, glaube ich, sich selbst immer wieder einfach einzureden, was Sache ist. So von wegen, gut, ich wurde halt gecampt. Er ist ja nicht gesolo-killed worden, das muss man dazu sagen immerhin. Ne? Und im Endeffekt, was in der Vergangenheit passiert, ist halt egal. So, ob du 0-3, 0-4, 0-18 stehst, der aktuelle Stand zählt. Ab sofort dann, egal in welcher Minute,
nur noch die Zukunft. Die Vergangenheit ist way. Im Endeffekt ist auch KDA egal, solange wir die Spiele gewinnen. Natürlich. Ich meine, ist XE ist, glaube ich, bisher der Spieler mit der niedrigsten KDA hier auf dem ganzen Turnier. Würde mich nicht wundern. Meine, hat jetzt, also ich glaube, mit den meisten Tonen, das ja. Kann man sagen. Da sehen wir auch nochmal ein paar. Der erste Gang, wie schon erwähnt, hätte Exile hier den Lee Sin Q geflasht, wäre das Ganze ja. So überhaupt nicht passiert, weil Jensen hat den Turret getankt, hätte jetzt sowieso rausgehen müssen und Contex hätte kein Follow-up mehr gehabt. Das war der erste Fehler leider von Exile. Da sehen wir es nochmal. 6, 16, 12. Also gerade so eine 1er KDA, 1,1 oder so. Das ist natürlich nichts, wo man sonderlich stolz sein muss, aber 2 von 3 Spielen hart gekämpft zu werden, ist dann eben auch schon ein bisschen belastend. 6, 16, 12 jetzt. Ja. Hat er sogar nochmal einen Kill am Ende bekommen. Ich meine, so gesehen hat er jetzt eine KDA 18... Ja, von ein bisschen mehr als 1. Das ist okay. Wenn man also es ist immer gut, wenn man über 1 steht. Ja. Negativ kann man ja gar nicht stehen, wie viele immer sagen. Funktioniert nicht. Ja, man sagt quasi, negative KDA ist halt unter 1. Ne? Genau, wenn man häufiger verreckt, als man da Kills und Assists holt. Aber das, da muss man sich schon wirklich anstrengen für. Außer natürlich, man kriegt komplett ins Gesicht, wie bei Exile. Er hat ja wirklich 3 Losing Lanes gehabt bisher. Also er hat da 3-mal entweder einen brutalen Camper fahren oder sowieso ein Losing Matchup gehabt. Ist halt ungünstig, aber da muss Unicorns überlegen, ist es vielleicht besser, dann da eine Winning Lane mal zu draften? Oder aber ist es wirklich schlau, diesen Kassadin zu picken, der, auch wenn man verliert, auch wenn man behind ist, auch wenn man gekämpft wird, trotzdem zurück ins Spiel findet? Weil man kann sagen, dass er in den Teamfights trotzdem relevanter als Jensen mit seiner Blau war. Also der hat ja nichts gemacht mit dem Feed. Ja, nichts. Also ein Kassadin ist halt relevant in Teamfights, einfach weil er auf die Backline jumpen kann, weil er genug aushält, weil er diese Mobilität hat und auch im Late Game den Damage Output. Aber ich würde schon sagen, dass es worth war, die Midlane zu campen. Also wie gesagt, Natürlich, du hattest, zum einen, du willst die LeBron Small Ball, du willst, dass der Kassadin möglichst spät erst stark wird und dieses psychologische Problem eben mit Exili im Hinterkopf. Und das hat ja auch lange Zeit ganz gut ausgesehen, als würde dieser würde das Ganze aufgehen. Sie haben es nur dann, also sagen wir es mal so, der Anfang war gut. Den hat man hinbekommen. Was meistens das Schwierige ist, was sie dann aber nicht gemacht haben, dass sie das weitergespielt haben, zu Ende gespielt haben, weil dann sind sie arrogant geworden. Sehen halt hier. Das war der Turning Point. Das war wirklich der Turning Point des Spiels. Man hat sehr viel Damage bei Exile anbringen können. Vielleicht hat er hier auch mit Absicht nicht geultet. Ich glaube, er wollte baiten. Das war sehr schön gemacht. Und dann hat man sich zu sehr in Sicherheit gewogen. Man hat noch Flash seinen Smoothie. Man denkt aber, okay, ich komme hier ohne Probleme weg, kill hier vielleicht sogar einen. Aber Smoothie wird dann brutal gecatcht. Auf einmal ist es ein 4 gegen 2. Und hätte man hier einfach sicher disengaged, dann wäre das absolut safe, wenn man hätte den Mittelturm vor Fülle bekommen. Man muss natürlich auch dazu sagen, das haben gerade Xerxe und Visicacci wunderbar gespielt. Der Baron war ein sehr intelligenter Call. Ich bin trotzdem noch überzeugt, hätte man das hier seitens Cloud9 besser gespielt, klar, dann hätte man hier definitiv den Baron stoppen können. Contrix hätte einfach im Busch bleiben müssen, da wo der Pink Ward ist. Und wie schon erwähnt, Ray hätte hier mit seiner Riven, denke ich, viel, viel mehr machen können. Ja. So, ich meine, guckt euch das nochmal an. Guckt nochmal auf die Riven so. Das ist halt diese typische Riven, die in Solo-Q flammt. Er macht jetzt die Ulti, kein Damage macht, macht Flash-Q nur auf den Baron, ist exhausted und dann weht er Xerxe und Samux und stirbt, ohne dass irgendjemand von seinem Team followen kann. Smoothie muss auch nochmal rausflashen, also das war katastrophal koordiniert beim Baron und da hat sich das Spiel eigentlich auch entschieden. Ich denke auch, also vorangegangen eben dieser riesige Fehler von Sneaky und Smoothie, was nicht der erste war. Also, vor allem Sneaky hat sich mehrfach catchen lassen. Also, für mich ganz, ganz schwache Leistung. Er ist deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben in diesem Spiel. Und dann ist es halt natürlich ein bisschen unfair, dann das restliche Team zu flamen bei diesem Baron Call. Weil man muss sagen, Sneaky und Smoothie haben sie in die Situation gebracht: Wir sind tot, die machen den Baron, hier sieht man, was er daraus machen könnte. So, und aber natürlich hast du recht. Also, Contracts. Du weißt, du hast einen Thresh im Gegnerteam. Dann darfst du nicht so nah am Pit stehen, auch wenn du Lee Sin bist. Bleib safe vor der Control. Der Baron hatte ja noch 5 Kaleben oder so. Wusste man nicht, weil man keine Vision hatte. Ja, okay. Aber du wusstest ja, dass der. Aber selbst wenn, dann bringt es dir aber auch nichts, da zu stehen, wenn du keine Vision hast. Man sieht sehr, sehr häufig, dass bei einem Baron ein Stealth-Versuch irgendwie in der Richtung da ist, aber nicht nur. Also es ist okay, wenn die Gegner Baron machen, der Jungler geht hin, versucht zu stealen, schafft es nicht, stirbt. Ist okay. Aber wir sehen sehr viele Spiele, in denen nicht nur einer, nicht zwei, nicht drei, sondern 4, teilweise das ganze Team einfach nur um den Baron herum stirbt. Ich meine, da war eben der Moment. Entweder man hätte das so koordinieren müssen, dass eben der Engage erfolgt, oder man hätte rausgehen müssen. Riven hat einfach alleine den Engage versucht. Also, ja, sehr ärgerlich, kann man noch lange drüber diskutieren. Hier sehen wir nochmal die Gangs of Exile. Auch da war das meiner Meinung nach auch ein Fehler. Da war so sein Tiefpunkt gerade. Meiner Meinung nach auch ein Fehler. Und hier sehen wir nochmal den Baron Call.
ist man sehr halbherzig reingegangen. Smoothie dann auch nochmal am Start. Also ich meine, die Fehler von Reyes, der ja auch schon aufgezählt, aber für mich eigentlich noch schlimmer Contracts eben vorher. Also du darfst als Jungler nicht sterben. Das hier war ein richtig geiles Fass schon wieder von Gragas dann. Ja. Also Xerxes hier auch wieder, wie du schon erwähnt hast, mit einer sehr guten Leistung. Righteous Glory hat sich inzwischen auch so ein bisschen etabliert als Gragas, weil wir kennen ja diesen brachialen Engage mit Gragas, einfach die ganze Zeit Flash E'en, hat man sehr wenig Counterplay. Mit Righteous Glory hast du einfach nochmal eine Milliarde Movement Speed. Funktioniert sehr, 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 sehr gut. Und wir haben ja gestern erfahren, das Item gibt ja sogar Rüstung. Also es ist inzwischen wahrscheinlich sogar ein ziemlich starkes Ding auf dem dicken Kollegen. Wir gehen jetzt kurz in der Päuschen. Nächstes Spiel, G2 gegen Phoenix One. Könnte auch sehr spannend werden. P1 gestern schwach angefangen, aufgebaut und G2 ebenso. Freuen wir uns drauf. Haut rein, bis gleich. Macht das wunderbar! Was ist denn da los?